Herzlich willkommen hier zum wahrscheinlich letzten Video von unserem Flip und Fix Projekt im Weißdornweg. Wir waren also fleißig in den letzten anderthalb Wochen oder zwei Wochen. Wir sehen hier also nochmal einen Blick durch den Vorgarten. Schöne, beschauliche Wohngegend hier. Und hier geht es dann in den Flur. Mir gefällt besonders hier dieses Fußbodendesign. Die Tür zumachen. So, die Küche haben wir also einmal durchgeweißt. Die Dunstabzugshaube neu lackiert. Und alles einmal ein bisschen aufgehübscht. Hier, man sieht hier schöne Glastüren. Ja, dann haben wir hier vorne diesen kleinen Abstellraum. Hauswirtschaftsraum, Hausanschlussraum. Hier ist also der Stromanschluss. Man sieht hier, Elektrik wurde also schon mal komplett gemacht. Hier die Treppe ins Obergeschoss. Und da gehen wir dann auch mal hoch. Ja, im Obergeschoss haben wir einmal komplett durchgemalert, haben hier einen Ausgleich gekippt, auf diesen Ausgleich, also erst den Fußboden gespachtelt, dann den Ausgleich gegossen und auf den Ausgleich jetzt hier Vinyl geklebt. Einmal durchgemalert, hier fehlen also nur noch die Abschlussleisten. Die liegen hier schon im Karton, das wird also am Montag passieren. Und dann sind wir hier oben fertig mit den Arbeiten. Man sieht es halt also wirklich, wer sich die ersten Bilder mal oder die ersten Videos anguckt, der sieht also, was hier tatsächlich passiert ist. Das ist schon sagenhaft und sieht wirklich toll aus. Schön geräumig. Inzwischen haben wir auch mal ausgemessen, wie groß das Haus ist. Wir haben hier also eine Grundfläche, keine Wohnfläche, aber eine Grundfläche von 96 Quadratmeter über zwei Etagen. Das ist also für zwei Personen oder für eine kleine dreiköpfige Familie genau die richtige Größe. Ja, dann haben wir hier den Flur wieder. Und hier geht es dann in den großzügigen Wohn-Ess-Bereich. Auch hier fehlen nur noch die Leisten, der Rest ist fertig. Man sieht also, da sieht man nochmal den Kasten unter der Treppe, den unser Nico schön lackiert hat. Und hier fehlen nur noch die Leisten, die müssen noch befestigt werden. Ansonsten sieht das wirklich toll aus. Hier der großzügige Wohnbereich mit dem Oberlicht. Wirklich schön hell, toll gelöst. Hier rechts geht es ins Badezimmer. Da haben wir hier das Bad, da haben wir die Decke, die Paneele abgemacht, Gipskarton gemacht, jetzt gespachtelt. Nächste Woche wird hier noch die Decke tapeziert und gestrichen. Schön glatt mit Renovierfließ, also keine Rauffaser, und dann ist das ein schönes Badezimmer, wo der neue Eigentümer sicherlich noch das eine oder andere machen kann. Aber so ein Bad ist ja doch immer Geschmackssache, deshalb wollen wir da nicht zu sehr eingreifen. Ja, und dann sieht man hier wirklich mit dem Fußboden durchgezogen in der ganzen Etage, sieht wirklich toll aus. Ja, dann geht es hier raus. Auch hier haben wir ein bisschen Ordnung geschafft. Hier hat unser Benjamin alles beschnitten. Nächste Woche nochmal Rasen mähen, damit das auch fertig aussieht. Und hier auf der Terrasse haben wir alles abgerissen, was da hinten stand. Ein schönes, großzügiges Grundstück. Ja, dann gucken wir hier nochmal in den Heizungsraum. Da haben wir hier das Öltanklager und hier die Heizungsanlage. Eine solide Fissmann-Anlage mit Warmwasserspeicher. Also alles, was man braucht. Vom Prinzip her sind wir dann soweit, Möbel reinstellen, einziehen, fertig. Ja, hier draußen kann man sicherlich noch am Garten so ein bisschen was machen, ohne Frage. Aber das nachher auch so individuell, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte. Hier schöner, blühender Lavendel. Und das sieht doch wirklich hier toll aus. Ja, dann gucken wir uns mal hier hinten ein bisschen das Grundstück an. Und dann sehen wir hier wirklich ein großzügiges Gartengrundstück. Man kommt von hinten an das Grundstück ran, zumindest mit Motorrad, Fahrrad oder ähnlichen oder einem ganz kleinen Auto. Wir haben hier hinten ein Tor, das heißt, man kann die Mülltonnen rausbringen, ohne dass man durchs Haus muss.
Das ist also ziemlich unkompliziert. Hier hinten noch hinter den Koniferen eine Ecke für die Mülltonnen. Gucken wir nochmal. Mülltonnen, Komposthaufen oder was auch immer. Ja, ein Blick über den Zaun. Hier hinten ist also der Bereich, wo man dann vorne von der Straße langkommt. Alles in allem wirklich ein schönes, ausreichend großes Grundstück. Und wenn man sieht, was man aus so einem niedlichen kleinen Häuschen hier innerhalb von 2 Wochen machen kann, muss ich sagen, sind wir wirklich begeistert. Das ist ein schönes Objekt geworden. Und jetzt geht es daran, den passenden Eigentümer, den neuen Eigentümer zu finden. Habt ihr Interesse? Meldet euch bei uns. Ansonsten alles Gute und ein wunderschönes Wochenende für euch.